So, jetzt wird gekocht. Also, ich habe eine Schale mit frisch geschälten Champignons in Weiß. Ich liebe Pilze, also frische. Versucht, weniger Verarbeitetes sozusagen aus der Dose zu nehmen, weil je weniger verarbeitet, desto gesünder sind die ganzen Lebensmittel. Dann habe ich hier eine Schale voll frischer Brokkoli, Schmuck. Und dann noch eine halbe Zucchini, die ich kurz gewaschen habe und jetzt gleich in Scheiben schneiden werde. Und wenn ihr möchtet, ihr könnt auch gerne dazu Fisch machen. Ich werde jetzt keinen Fisch essen, weil ich heute nicht unbedingt sehr viel Lust auf Fisch habe. Aber wenn ihr viel Sport gemacht habt, dann ist es wichtig, dass euer Körper mit viel Proteinen versorgt wird. Und dann auch natürlich mit Magnesium, damit eure Muskeln schön versorgt sind. Und ja, ihr könnt Alaska Seelachsfilet oder den Halibutfisch, was auch immer, was ihr mögt. Hier in der Pfanne habe ich ein Klecks Olivenöl reingemacht. Kein Sonnenblumenöl, kein Rapsöl, nichts anderes. Nur Olivenöl, ganz wenig. Ich mag es nicht, wenn Essen zu ölig ist. Deswegen werde ich jetzt ja, das Öl ein wenig erhitzen. Und ja, ein bisschen warm machen. Und ich schneide mal kurz die Zucchini und lege. Die Pilze werde ich dann auch gleich in Scheiben schneiden und die werde ich auch noch ein bisschen kleiner machen und dann alles zusammenschmeißen und das werdet ihr dann gleich sehen. So, ich nehme jetzt die Brokkoli. Die Brokkolis mit und lege sie rein. Huch. Ganz wenig, nicht so viel, weil es wird sonst ein. Oh, es werden sonst zu viel. Naja, ich werde sehr schnell satt von Gemüse, deswegen. Not too much. Zucchini nehmen. Ich habe sie ja schon geschnitten. Und now kommen die Pilze rein. Yummy. Also ich bin voll auf dem Gemüsetrip. Ich tue es auch reduzieren mit diesen ganzen Gemüsebrühe, Pulver, kleinen Würfelchen da. Ja, die geben euch zwar den leckeren Geschmack, aber die ganzen Inhaltsstoffe, naja, denen vertraue ich nicht so. Deswegen vertraue ich lieber meiner Würzung und halte es eher natürlicher. Ja, das ist sehr interessant, wenn man ja die ganze Zeit nur das Gemüse sieht und mich gar nicht. Aber ja. Hier, Brutzel, Brutzel, yummy, yummy, es riecht so lecker gemüsig. Oh, ich liebe Gemüse, aber es lässt sich auch sehen, weil ich habe jetzt insgesamt schon fast 10 Kilo abgenommen, nur durch meine Ernährungsumstellung, durch meine, ja, durch meinen Kick. Und das kann jeder schaffen, glaubt mir. Es ist kein, es geht nicht von heute auf morgen, das auf jeden Fall nicht, aber wenn ihr euch ranhaltet, dann schafft ihr alles, glaubt mir. Es ist nichts möglich. Yummy. Oh Gott, yummy. Ich habe so Hunger, ihr glaubt es gar nicht, weil ich habe vorhin so viel Sport gemacht, dass ich war so ausgepowert und jetzt mache ich mir was zu essen, geduscht alles und ja, wisst ihr, mit was ich noch immer zu kämpfen habe? Doppelkinn. Das ist bei mir so, oh, wenn ich zunehme, nehme ich immer am Doppelkinn zu, also da hier in dem Bereich, ich hasse das. Ich bin gerade voll auf Kriegsfuß mit meinem Doppelkinn. Aber ich krieg ihn weg. Glaubt's mir, ich krieg ihn weg. Gott, wenn ich Bilder anschaue von damals, wie ich da aussah. Katastrophal. Horrible. Es riecht so lecker. Ich habe so Hunger. Oh. Salz, Pfeffer reinmachen ein bisschen. Fresh ist mehr Salz, Pfeffer. Ich tue immer nach Augenmaß. So, und das reicht auch schon. Ich will das Gemüse noch knackig halten. Genau, kommt mein Teller. Pfeffer habe ich auch schon rein, obwohl ich nicht so der Pfeffer-Fan bin, aber Cayenne-Pfeffer soll sehr gut sein, weil der kurbelt die Verbrennung an, also die Fettverbrennung. Und ihr könnt ja, also ich habe das mal eine Zeit lang gemacht, dass ich, das war nicht, oh Gott, das war jetzt nicht so lecker und das würde ich auch nicht empfehlen. Ich habe es einfach mal zwischen meiner Ernährungsumstellung versucht, noch als Ergänzung zu machen. Ich habe Wasser mit Zitrone und frischen Cayenne-Pfeffer gemahlen. Also ich habe einen Cayenne-Pfeffer selber gemahlen und es reingemacht. Und es gemischt, Augen zu, Nase zu und geschluckt. Es war, nee, nichts für mich. Also ich habe es eine Woche lang gemacht. Es hat auf jeden Fall viel entschlackt. Also mindestens 2 Kilo, aber nein, danke, das ist nicht mein Ding. Da will ich schon lieber ein bisschen genießen können, wenn ich abnehmen möchte, abnehmen will. Und deswegen
Naja, für die Hardcore-Abnehmer, naja, vielleicht ist das was für euch, aber für mich ist es gar nichts. Ja, ich werde jetzt meinen Teller nehmen holen und mein Zeugs reinlegen. So, Dille, ich bin total ungeschminkt, wie ihr sehen könnt. Und ja, ich habe jetzt schön mein Essen in meinen Teller reingemacht. Oh, ich habe so Hunger. Oh, yummy. Ich esse das jetzt mal. Es knuspert noch. Auf jeden Fall. Sehr lecker, sehr knackig noch. Also ich mag es, wenn das Gemüse auf jeden Fall noch knackig ist, weil wenn ihr es verkocht, dann Vitamine alle, adieu. So was in der Art. Ja, dann noch Messer. And a Gabel. Ups. Die Gabel meine ich. Wo sind die Gabel? Wo ist denn die Gabel? Hier. Gabel und noch Salzen und Pfeffer und falls irgendwie noch was fehlt. Und ich werde jetzt was essen und ich wünsche euch allen guten Appetit. Und mir auf jeden Fall auch. Und ja, was ich heute Abend noch essen werde, ich werde heute Abend auf jeden Fall Tomatenscheiben schneiden, 2-3 Tomaten. Ich liebe Tomaten, weil Tomaten so viel Wasser haben und ihr könnt davon tonnenweise essen, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Zwar fehlen euch Vitamine, deswegen auf jeden Fall solltet ihr über den Tag verteilt gut euren Körper gut mit Vitaminen versorgen. Am besten 5 Portionen, es ist wirklich so ein, wie soll ich sagen, eine Allround-Regel bei Menschen, die ihre Ernährung umgestellt haben, dass sie 5-mal am Tag mindestens 3-mal davon Gemüse isst, und also 3 Portionen Gemüse und 2 Portionen davon Obst. Es muss jetzt nicht immer unbedingt gleich verteilt sein, aber sorgt dafür, dass ihr auf jeden Fall Obst und Gemüse isst. Euer Körper needs the Vitamine. Ihr wisst ja, ich meine, woher soll er sonst die Vitamine bekommen? Weil manchmal, wenn ich mir manche Leute anschaue, die nur zum Beispiel Brötchen essen und Fleisch, nur Fleisch, zum Beispiel so, oh, ich brauche ein Steak und so. Klar, Männer essen gerne Steak und alles Mögliche, aber wenn eure Ernährung nur so einseitig ist, dann frage ich mich echt manchmal, woher soll um Gottes Willen euer Körper diese ganzen Vitamine bekommen, die ihr braucht, um so einiges in eurem Körper auch, ja, um überhaupt funktionieren zu können. Deswegen, ich appelliere dafür, ja, dass ihr auf jeden Fall viel Gemüse und Obst essen solltet und viel Wasser trinkt. Ich habe heute schon 3,5 Liter getrunken. Ich habe jetzt so Hunger und ich werde jetzt essen und bis zum nächsten Mal.